Guten Morgen zu einem weiteren Video aus den USA. Wer ihr das erste Mal zuguckt, Justin und ich, mein Kameramann und ich, wir machen gerade so einen Roadtrip durch die USA. Und das ist irgendwie Folge 3 oder Folge 4. Ich verlinke euch mal die letzte Folge. Wir machen hier eigentlich Urlaub, aber wir haben eine Einladung bekommen von Bravos USA, die gesagt haben, ey, ihr wart doch neulich in Deutschland bei uns beim Event, kommt doch einfach mal vorbei, wir haben da zwei geile Autos für euch, die euch bestimmt interessieren. Und ich wollte das Video aber unbedingt in der Nähe von unserem Airbnb hier beginnen, denn da oben ist meine Wohnung. Versteht ihr den Witz? Nee? Ich gebe euch nochmal einen Tipp. Ja, genau. Das ist die Wohnung, die viele von uns, glaube ich, in GTA haben, oder? Denn es gibt hier so vereinzelte Spots in Los Angeles und in Gesamtkalifornien, die halt schon ziemlich ähnlich sind zu dem, was wir aus GTA kennen. Zum Beispiel eben diese Wohnung da oben. Wir holen jetzt unser Auto aus der Tiefgarage und müssen einmal quer durch Los Angeles fahren, durch den Berufsverkehr. Und dann sehen wir uns bei Bravos. Wir sind bei Bravos angekommen. Erstmal an der Stelle kurz mal ein dickes Dankeschön an Bravos für die Einladung. Ich glaube, das ist schon nicht ganz normal. Nachdem wir bei der Signature Night waren, das Video kam nämlich sehr, sehr gut an. Daher kam meine Idee, dieses Video heute zu drehen. Das verlinke ich euch mal da oben. Aber wir wollen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir werden uns heute zwei Autos angucken. Das zweite Auto ist doch mal ein Stück cooler als das erste. Aber die beiden nehmen sich, glaube ich, nicht viel. Wir gehen mal ein Stück rüber und ich erzähle euch mal ein bisschen was davon. Justin, versucht mal, dass man das Auto noch nicht sieht. Man nimmt eine S-Klasse, eine Mercedes S-Klasse und sagt, ah, das reicht mir nicht ganz. Ich will vielleicht doch einen Maybach. Ich möchte das Ganze noch luxuriöser haben. Und dann sagt man, ja, aber so ein Maybach, der kostet ja vielleicht so 180.000 Dollar, 190.000 Dollar kostet er, glaube ich, in den USA. Auch das reicht mir noch nicht. Und dann kann man seinen Maybach nehmen und kann den zu Brabus bringen und das Ganze dann, ja, ich sag mal, nochmal verfeinern lassen, nochmal vielleicht sogar schneller machen lassen, das Auto einfach noch weiter perfektionieren und individualisieren. Und genau das Auto gucken wir uns heute zusammen an, den Brabus S580 in einer ganz besonderen Farbkombination. Los geht's. Pick up more bags, too legit. Swear I cannot do no wrong. Why I don't have much to say? All that talking on the phone, but you're never making plays. Playing phone tag, you're it. Pick up more bags, too legit. Das ist er also, der von Bravos nochmal optimierte Maybach. Und wenn man sich jetzt so, wenn man drüber nachdenkt, ich habe es ja eingangs eben schon gesagt, so ein Maybach, der kommt mit in der Version hier als S580 mit 500 PS, mit 700 Newtonmetern. Das Auto hat hinten mehr Platz als jedes Flugzeug, was man sich vorstellen kann oder wahrscheinlich sogar als manche Betten. Ihr kriegt einen Kühlschrank hinten drin mit Champagnergläsern. Das Auto hat elektrische Türen, die auf und zugehen auf Knopfdruck. Von Fahrdynamik über Komfort, über Luxus, alles ist da dabei. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die dann sagen, ey, ich möchte von meinem Maybach noch mehr. Das Auto soll noch mehr nach meinen Wünschen individualisiert werden. Und diese Farbe hier zum Beispiel, die ihr hier seht, wir gehen mal auf die Sonnenseite, denn da sieht man das besonders schön. Die Farbkombination hier, die kriegt ihr schon vom Werk aus, von Maybach. Denn das ist hier einmal Obsidian Black und dann Rubellite, was so ein Burgund-Rotton ist, wie ihr seht. Mit so einem ganz schönen Perleffekt da drin, mit so Metallic Flakes. Und das ist aber schon von Maybach. Also fragt ihr euch, was kommt denn dann von Brabus? Na, an der Optik schon einiges, was man da so nehmen kann. Das Auto ist jetzt nicht so ganz voll ausgestattet,
Aber ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel hier zu sehen, dass wir einen Brabus Frontsplitter haben und hier nochmal einen Carbon-Aufsatz. Also einmal komplett hier unten die Front in Carbon verkleidet. Und alleine das kostet schon mal 8.000, 9.000, 10.000 Euro. Hier vorne haben wir dann natürlich das Brabus-Logo einmal, sodass man das vielleicht auch im Rückspiegel sieht, dass da einiges los ist. Wir gehen mal an die Seite, um dort weiter zu gucken. Dann sehen wir einmal hier die Monoblock Z-Felge. Hier in 22 Zoll, gibt es auch noch in 21. Die kostet in der Platinum Edition, die wir hier haben, das sieht man an diesem kleinen Label hier, kostet die in der Größe ohne Reifen rundum nur schlappe, ich glaube 12.000, 13.000 Euro. Ja, ihr merkt schon, das wird hier ziemlich teuer. Denn 190.000 Dollar Basispreis in den USA und all das kommt ja dann noch oben drauf. Ja, ich muss wirklich sagen, also eigentlich bin ich nicht so ein Fan von zwei Farblackierungen, außer bei so sehr klassischen Autos. Aber also das sieht einfach super aus und wenn man da mal drüber fühlt, dann merkt man, ich weiß nicht genau, ob das hier jemand mit einem Pinsel so lang zieht, diese eine Linie, dass das nochmal so abgesetzt ist von dem Schwarz, was dann in Rot übergeht, was so ein bisschen wie so ein Übergang ist. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich würde mal so sagen, 5,50 Meter oder so ist der, 5,70 Meter ungefähr. Da hat man definitiv genug Platz im Innenraum, das gucken wir uns gleich noch an. Wir schauen weiter hinten rum und kommen zum teuersten Carbon-Anbauteil, was man hier außen am Fahrzeug nehmen kann, nämlich den Heckdiffusor, so dass das hier komplett einmal in Carbon verkleidet ist. Und der kostet sage und schreibe 10.000 Euro, nur dieses eine Bauteil. Was ihr hier noch seht, sind die Sportendrohrblenden. Das Auto hat aber keinen Sportauspuff, den könntet ihr aber auch noch dazu nehmen, für, ich glaube, 4.000, 5.000 Euro. Wir schauen mal einmal unter die Haube, bevor wir uns reinsetzen. Und um diesen Türgriff ausfahren zu lassen, tut man Folgendes. Man streicht da einmal drüber. Ist toll, oder? Mich begeistert sowas immer wieder. Ich öffne einmal die Motorhaube, denn da schlummert ja auch einiges drunter. Nämlich ein 4-Liter Biturbo V8, den wir aus vielen AMG-Modellen aktuell, aus vielen Mercedes-Modellen kennen. Hier als S580 mit 500 PS, 700 Newtonmeter. Wenn ihr aber Lust habt und sagt, das reicht mir nicht ganz, dann könnt ihr das Brabus Power Extra Package wählen. Das besteht aus zwei Upgrade-Turboladern, also größeren Turbos, die dann nochmal, ich glaube sogar ein bisschen mehr Ladedruck haben. Und dazu kommt dann noch, dass ihr ein anderes Motorsteuergerät bekommt, so dass ihr dann plus 100 PS und plus 100 Newtonmeter habt. Und ich würde sagen, das wird gerade ausreichen, um auf der Autobahn oder hier auf dem Highway richtig gut mitzumischen. Wir machen mal nur kurz spaßenshalber einen Soundcheck. So eine S-Klasse, da kommt jetzt als Nicht-AMG nicht viel Sound raus. S63 ist ja gerade erst rausgekommen von der neuen Generation. Aber wir hören einfach mal rein. Ich mache mal auf Sport und wir gucken mal im Stand, was da so geht. Ja. Da geht wirklich nicht so viel, oder? Also wenn ich jetzt mir so ein Auto kaufen würde, würde ich für 5.700 Euro, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, die Sportabgasanlage nehmen. Denn wenn man schon so ein 4-Liter V8 hat, kann da schon ein bisschen mehr rauskommen. Aber manchen Leuten geht es ja einfach nur darum, bequem chauffiert zu werden oder bequem durch die Gegend zu fahren. Wo dann vielleicht auch der leisere Sound irgendwie für mehr Understatement und dann noch mehr Komfort durch die Ruhe sorgt. Ja, das nächste Auto hat übrigens den gleichen Motor und ist viel, viel, viel lauter. Also keine Sorge, die Soundfetischisten, die kommen heute auch noch auf ihre Kosten. Ich wollte gerade sagen, ne, wir fahren euch hier nicht Maybach und dann mache ich mir die Tür selber auf und selber zu hier. Also wo gibt's denn sowas? Das ist ein Luxus, oder? Mach mal bei dir auch nochmal die Tür zu. So, also wir befinden uns an der Stelle, wo ja wahrscheinlich die meisten Leute hier sitzen werden. Und Leute, ich wünschte, man könnte sowas über YouTube noch besser zeigen. Ich sitze schon so wirklich sehr, sehr bequem. Aber nun hat man ja in so einem Maybach, wenn man diese Konfiguration nimmt, Justin, film einmal durchs Auto hier. Ihr seht ja, dass hier nur Platz für vier Leute ist, denn in der Mittelkonsole hier ist diese feste Mittelkonsole. Das kann man auch so wählen, dass man fünf Sitze hat in der S-Klasse, aber hier ist eben die Vierer-Konfiguration und es macht auch viel, viel mehr Sinn, weil interessiert mich ja nicht, wenn einer Bahn fahren muss. Hauptsache ich sitze hier bequem und um den maximalen Komfort herauszuholen, gibt es hier einen Knopf und den werde ich jetzt mal drücken und das ist dieser hier, der da. Wenn ich den drücke, dann passieren hier einige Sachen. Zum Beispiel, dass dieser Sitz nach vorne fährt. Mein Sitz ist jetzt tatsächlich schon in der maximalen Liegeposition. Da vorne geht jetzt auch die Kopfstütze runter, sodass der so weit wie es geht nach vorne fahren kann. Und auch nach oben. Oh ne, oh, mein Sitz geht auch nochmal nach hinten. Oh Leute,
Ich bin übrigens 1,85 Meter und guck mal, wie viel Beinfreiheit ich hier habe. Und wir sitzen hier immer noch in einem normalen PKW. So, und jetzt kommt da vorne Justin Film. Da kommt diese Beinauflage raus. Oh Gott. Das fühlt sich ganz schlimm an. Ich habe einigermaßen saubere Schuhe, aber hier so die Schuhe raufzulegen, naja gut, muss ich gleich wieder sauber machen. So, jetzt hat man hier auch noch ein ganz bequemes Alcantara Nackenkissen, was es von Brabus und anscheinend auch Maybach gibt. Bei Brabus kostet nochmal 500 Euro Aufpreis. Und ich muss sagen, wir machen ja hier gerade so einen Amerika-Roadtrip. Also Justin, hier drin könntest du mich auch gerne einmal durch die kompletten Staaten fahren. Gib mir mal einmal die Kamera, dass man sieht, wie viel Platz ich hier nach vorne habe. Also, das ist ja wirklich verrückt. Das ist alles so weit von mir weg. Die Person, die da vorne sitzt, das sind ja gefühlt, oder das sind ja tatsächlich 2 Meter oder so. Ansonsten haben wir hier noch ein Soundsystem, was glaube ich 1700 Watt hat, 30 Lautsprecher, unter anderem hier. Und da und also überall. Hier oben haben wir noch mal einen ganz großen Lautsprecher drin. Leider können wir das jetzt so GEMA-mäßig hier nicht machen mit Musik, aber ich würde mal sagen, wir hören mal hier ganz kurz rein. Ach, wäre es schön, wenn ihr das miterleben könntet. Gucken, was ich da für Musik reinmache. Zur Fahrstuhlmusik muss ich rein. Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Pack mich jetzt mal wieder hier in die aufrechte Position, denn wir sind ja hier am Arbeiten. Ich möchte euch hier noch was erklären. So, was kann man noch ausstatten, wenn man bei Brabus seine S-Klasse individualisieren möchte? Man kann zum Beispiel noch das Interieur-Carbon-Paket nehmen, was dann bedeutet, dass wir... Guck mal, ich kann mich auch hier sonst einfach hinsetzen. Hier ist ja auch noch genug Platz. Das hier könnt ihr in Carbon bekommen. Ihr könnt da vorne... Ja, so eigentlich alles in Carbon bekommen, was ihr in Carbon haben wollt. Und da muss ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz nachgucken. Da seid ihr dann bei 16.000 Euro ungefähr dabei, wenn ihr das alles in Carbon nehmt. Ich glaube, hier hinten ist dann auch noch einiges in Carbon. Ja. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wie ihr das Auto noch viel teurer machen könnt. Und das ist mit der Lederpaketoption. Und die beinhaltet, dass ihr sprichwörtlich alles in Leder hier drin habt, was nicht Carbon ist. Bedeutet, ihr kriegt nicht nur Fußmatten in Leder mit einer Steppung, die ihr euch aussuchen könnt und mit einer Naht, die ihr euch aussuchen könnt, in einer Farbe, die ihr euch aussuchen könnt. Denn Brabus bietet 3500 verschiedene Farben und Materialien für die Innenräume dieser Fahrzeuge an. 3500. Von Carbon über verschiedene Farben, also irgendwie Glanzlack, ne? Dann gibt es natürlich verschiedene Holzarten, es gibt auch verschiedene Carbonarten. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Angenommen, ihr würdet das Auto jetzt komplett in Leder hier verkleiden, das bedeutet, das wollte ich gerade sagen, ihr kriegt nicht nur Fußmatten in Leder mit dieser Steppung, sondern auch der Fahrzeugboden unten an sich hier im Innenraum ist mit Leder verkleidet. Die Einstiegsleisten, die A-, B- und C-Säulen, der Dachhimmel, alle Sitze, alles wird neu beledert. Und das kostet dann 55.000 Euro, so habe ich das auf der Website gelesen. Ob man da noch was da oben draufsetzen kann preislich, ich bin mir sicher, dass das geht. Die werden sich irgendwas einfallen lassen. Also wirklich alles ein Auto der Superlativen. Ich habe auch gesehen, HDMI-Slot gibt es hier auch. Ihr könnt PlayStation spielen, ihr könnt hier Fernsehen gucken, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Und man muss dabei bedenken, das Auto geht immer noch in 4,2 Sekunden auf 100 mit diesem Performance-Upgrade und fährt sich sicher auch wie auf Wolken. So, kommen wir zum zweiten Teil dieses Tages. Und dem zweiten Fahrzeug. Und ich blende jetzt einfach mal das Bild hier aus. Und ihr hört jetzt nur noch das, was ich sage. Denn ihr müsst jetzt mal ganz kurz das Fahrzeug erraten. Schwierig wird es nicht sein für die Kenner. Ich werde mal die Tür hier schließen von dem Fahrzeug, an dem ich gerade lehne. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es erraten habt. Ja, machen wir mal Bild wieder an. Eine G-Klasse. Ja, eine Brabus G-Klasse. Jeder weiß, G-Klassen kosten 180.000, 190.000 Euro ohne Ausstattung. Und wenn man möchte, dann kriegt man so eine G-Klasse auch für eine Viertelmillion. Die gab es sogar mal mit dem V12 Biturbo bei AMG, mittlerweile mit dem V8 Biturbo 4 Liter, den wir eben auch in der S-Klasse in dem Maybach gesehen haben. Diese G-Klasse hier, die ist aber ein bisschen besonders. Generell sagt man, okay, eine G-Klasse, ne, die zieht 3,5 Tonnen, die schafft es irgendwie in rund 4 Sekunden auf 100 und die hat 585 PS. Das ist auf jeden Fall ein krasses Auto, wohl auch eins der krassesten Dinge, die Deutschland, so die deutsche Automobilgeschichte hervorgebracht hat. Ursprünglich wurde das Auto mal entwickelt, um 1000 Kilometer hinter einem Panzer herzufahren, in einer Panzerspur, in Morast und Schnee und so weiter. Und es hat das Fahrzeug geschafft. Also eigentlich wurde die G-Klasse entwickelt, um einem militärisch Nutzen zu dienen. Und damit hat auch diese G-Klasse hier was zu tun. Denn das ist keine G-Klasse, keine Brabus G-Klasse mit 800, 900 PS, wie sie hier hinter mir steht, sondern das ist ein Brabus Invicto.
Und ein Brabus Invicto ist ein Fahrzeug, was sich mit dem Schutz der Passagiere, der Insassen beschäftigt. Und diese G-Klasse hier, und wir gehen mal ein Stück rum, diese G-Klasse hier ist gepanzert. Und das hört man daran, dass ich, wenn ich zum Beispiel hier gegen die Scheibe klopfe, das ungefähr so klingt, als wenn ich gegen eine Wand aus Beton klopfen würde. Ich mache mal die Scheibe runter. Die Scheibe ist so dick. Ihr seht das hier vielleicht. Und diese G-Klasse, die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. So, fangen wir doch mal mit dem Exterieur an. Wir machen das jetzt genauso wie mit der S-Klasse eben. Das Auto ist immer nach der VR6-Schutzklasse zertifiziert. Das bedeutet, es gibt so Schutzklassen, es geht hoch bis VR10+, glaube ich. Das hat dann zum Beispiel Frau Merkel. Da muss dann das Auto gegen Sniper-Schüsse immun sein und die Insassen geschützt sein. Aber das hier ist VR6 und das hält auch schon ordentlich was aus. Das erkläre ich euch später. Und ihr könnt das in verschiedenen Ausbaustufen wählen. Hier in der Pure-Version, das bedeutet, es wurden nur die Änderungen getroffen, die wirklich maximal notwendig sind, um das Auto eben zu panzern. Sprich, ihr könnt das Auto als G63 oder G500 wählen. Hier als G63, als AMG-Version. Natürlich haben wir dann hier eine Kotflügelverbreiterung dran. Und natürlich haben wir auch diese schön aggressiv gestaltete Front mit dem Panamericana-Grill von den AMG-Modellen, den man kennt. Aber ansonsten wurde hier nicht viel verändert. Natürlich sieht man, dass hier an der Seite ein extrem fetter Rand ist. Das haben so mehr oder weniger alle gepanzerten Fahrzeuge, weil natürlich eben irgendwo die Panzerung ja dann platzmäßig hin muss. Ansonsten an der Optik, das Auto ist eben komplett in schwarz-matt gehalten, sieht natürlich sehr böse aus und steht hier auf 20 Zoll. Jetzt denkt man sich, boah, auf so eine G-Klasse kriegt man auch 23, 24 Zoll drauf. Ja, aber nicht, wenn das Auto gepanzert ist, denn das Auto wiegt einiges mehr. Um genau zu sein, eine Tonne. Also nicht mehr 2,6 Tonnen Leergewicht, sondern 3,6 Tonnen. Und deswegen braucht man Räder mit einer erhöhten Traglast und Reifen, die nicht nur Run-Flat-Reifen sind, also weiterfahren können, wenn sie eine Panne, ein Loch haben, irgendwo Luft entweicht, sondern die können, glaube ich, auch angeschossen werden und funktionieren dann noch einigermaßen, während eben die Luft entweicht. Hier hinten steht natürlich nochmal ein Victo drauf, aber da wusste ich bis heute Morgen auch noch nicht, was das heißt. Ihr seht, das ist ansonsten ein relativ unauffällig gehaltenes Auto. Und darum geht es den Kunden auch manchmal. Also beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Panzerung genau. Normalerweise werden Fahrzeuge, die gepanzert werden, nachträglich so verändert, dass eben diese Panzerplatten, die dann kommen, Kevlar oder was es da alles für Materialien gibt, die werden außen an die Karosserie dran geschweißt. Aber hier hat sich Brabus was überlegt. Das heißt Invicto Shelter Cell. Shelter Cell heißt nichts anderes als Schutzzelle. Und da ist die Technologie dahinter, dass die Komponenten einzeln in das Fahrzeug hinein platziert werden und dann innen drin zusammengesetzt werden, so dass eben dann eine Zelle entsteht, eine Schutzzelle. Der Vorteil ist, das Fahrzeug wird nicht so viel schwerer, nur eine Tonne, aber auf der anderen Seite bleibt innen drin sehr viel Platz erhalten, so dass das von innen eine G-Klasse ist, in der man normal sitzen kann und immer noch 5 Leute Platz haben. Dieses Fahrzeug wurde in der Entwicklung tatsächlich auf Herz und Niere wortwörtlich geprüft, denn diese VR6-Schutzklasse bedeutet, oder VR6+ ist es sogar, dass das Auto nicht nur 4 Handgranaten aushalten muss, die auf und unter dem Auto platziert werden, sondern das Fahrzeug muss zudem 470 Schüsse, waren es glaube ich, AK-47 Munition aushalten. Also von einem Sturmgewehr, AK-47, kennt jeder, Kalaschnikow, darf kein Schuss in den Innenraum gelangen. Und das war auch so. In dem Test haben die sogar in der Entwicklung des Fahrzeugs über 15.000 Schüsse abgefeuert. Dazu kommt dann, und das ist der wirkliche Härtetest des Autos, denn das wird alles mit dem gleichen Testfahrzeug gemacht, muss das Auto in einer Entfernung von 4 Metern auf 1 Meter Höhe 15 Kilogramm TNT-Sprengstoff aushalten können. Ja, das sieht schon ganz heftig aus, oder? Aber eben daran seht ihr, wie stabil dieses Fahrzeug ist und was das wirklich drauf hat, dass es eben all diese Dinge aushält. Außerdem ist es so, dass Brabus da noch einen draufgesetzt hat und sich darum gekümmert hat, dass das Auto wirklich absolut sicher ist, so dass selbst an den Stellen, wo sich Platten zum Beispiel, Scharniere oder Schrauben überlagern, eben die Panzerungsteile, dass die nicht nur übereinander liegen, sondern mit einem Labyrinth miteinander irgendwie verbunden sind. Bedeutet, selbst an den Stellen, wo hier irgendwie Scharniere oder eben verschiedene Teile aufeinandertreffen, wurden diese Materialkombinationen
nochmal einzeln außerhalb des Fahrzeugs getestet und in verschiedenen Winkeln beschossen. Also ihr seht, da wurde sich wirklich darum gekümmert. German Engineering wurde da auf die Spitze getrieben, dass das wirklich, wirklich sicher ist. Natürlich bringt das Ganze dieses gewisse Gewicht mit sich, eine Tonne. Das seht ihr zum Beispiel hier an der Stärke der Tür. Ich glaube, eine normale G-Klassentür, die ist breit, aber auch nicht so breit. Und ihr seht auch, wenn ich jetzt die Tür mal zumache, normal, man muss das aber mit ordentlich Schwung tun, dass das Auto dann wackelt. Selbst die 3,5 Tonnen G-Klasse. Nicht übermäßig doll, ansonsten geht die Tür nicht zu, man muss das so machen. Also da ist ordentlich Gewicht dabei. Und genau deswegen musste Brabus auch nicht nur die einzelnen Bauteile, wie zum Beispiel Reifen und Felgen anfassen, sondern auch die Federung und damit auch die Dämpfer mussten verändert werden. Und dann auch noch die Vorder- und die Hinterachse. Denn dieses gewisse Gewicht muss ja irgendwie getragen werden und das Auto sollte sich, das war das Ziel von Brabus, immer noch genauso fahren wie eben eine herkömmliche G-Klasse. Und hier drin ist jetzt das Brabus Power Extra Pack. Und das bedeutet, da muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken, dass ihr in diesem Fall neue Turbolader bekommt, wie bei der S-Klasse, und ein neues Steuergerät. Und dann hat das Fahrzeug plus 220 PS und plus 250 Newtonmeter. Bedeutet also, ihr habt 800 PS ungefähr und 1000 Newtonmeter Drehmoment. Und jetzt würde man denken, Mensch, so eine Serien-G-Klasse, die geht in 4, noch was Sekunden auf 100, dann muss das ja noch schneller gehen. Nee, 0 auf 100 dauert 8,2 Sekunden. Das Gewicht scheint der G-Klasse wirklich zu schaffen zu machen, aber es wurden eben trotzdem Fahrtests gemacht und da hat sich herausgestellt, dass das Auto vom Handling her, nicht unbedingt in der Beschleunigung, aber vom Handling her immer noch wie eine normale G-Klasse fährt. Weil es sich hier aber ja immer noch um Brabus handelt, ist es nach wie vor so, dass ihr in den verschiedenen Ausbauvarianten mehr oder weniger Individualisierungsmöglichkeiten habt. Sprich, wenn ihr das Auto hier nicht als Pure-Version, also als unauffällige, gepanzerte Version nehmt, sondern als Luxury, dann könnt ihr hier alles reinpacken, was ihr wollt. Und auch hier könnt ihr verschiedene Lederarten wählen, verschiedene Farben. Das ist genauso wie bei der S-Klasse. 3500 verschiedene Materialien könnt ihr da wählen. Wollt ihr aber mit dem Auto wirklich in den Militäreinsatz, in irgendein Kriegsgebiet oder was auch immer mit dem Fahrzeug tun, was maximale Sicherheit erfordert, dann könnt ihr den Brabus Invicto Mission wählen. Und der hat dann zum Beispiel so einen Roof Rack oben drauf, wo dann Benzintanks befestigt werden können und so weiter. Und noch eine Besonderheit. Kommt mal hier nach hinten. Ich mache jetzt mal die Tür hier auf mit dem Ersatzrad. Ich stelle mich nicht an. Es ist wirklich, wirklich schwer. Dann habt ihr hier hinten die Möglichkeit, noch einen Zusatz zu bestellen, nämlich ein Sauerstoffsystem. Ich habe da nicht so genaue Informationen zu finden können und auch die bei Brabus hier wussten es nicht so genau, weil es wirklich sehr selten ist. Was ähnliches gibt es auch in gepanzerten Fahrzeugen von Audi, dass wenn das Fahrzeug zum Beispiel unter Wasser landet, ihr dann die Möglichkeit einer Sauerstoffversorgung habt. Sprich, ihr habt dann irgendwie 20 oder 30, 40 Minuten, wo ihr ohne Sauerstoff, wo die Insassen ohne Sauerstoff von außen eben weiterhin überleben können, weil dort hinten dann Sauerstofftanks drin sind oder ein Sauerstoffverwertungssystem, ich weiß es nicht genau. Ja, also ihr seht, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich auch gesehen im Video, ihr könnt eine Dachluke bestellen, als Notausstieg praktisch, wo ihr dann zum Beispiel auch eine Drohne aufsteigen lassen könnt, um die Umgebung dann von eurem Sicherheitsteam überwachen zu lassen. So, last but not least kommen wir natürlich nochmal zum Sound. Hier ist tatsächlich nicht die Brabus Abgasanlage drunter. Ich weiß gar nicht, ob man die hier nochmal bestellen kann, aber der Sound von dem 4 Liter V8 Biturbo, der ist natürlich trotzdem nicht schlecht, gerade weil wir hier in den USA sind und man hier keinen OPF-Filter braucht. Danke Deutschland. Deswegen haben alle Autos hier, oder so gut wie alle, einen viel besseren Klang und den hören wir uns jetzt mal an. Anfange zu reden, merkt ihr erstmal, wie laut das tatsächlich ist, weil wenn ich jetzt einfach mal weiterrede und dann wieder mal Gas gebe, dann hört ihr einfach gar nichts mehr. Ich habe mir übrigens gerade, als ich Gas gegeben habe, schön ein bisschen den Rücken mit der Sitzkühlung kühlen lassen. Ja, da seht ihr, was so eine Brabus G-Klasse, selbst wenn sie gepanzert ist, trotzdem noch an Luxus offeriert. Das war's an dieser Stelle, hier aus Los Angeles. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier mal ein Video drehen würde. Vielen Dank nochmal an Brabus USA, dass wir hier die Einladung bekommen haben. Ich glaube, diese beiden Fahrzeuge, die werden wir so schnell nicht wiedersehen, gerade den Kollegen hier, denn die haben auch gesagt, das ist auch der einzige, den die bestellt haben und es ist auch ein bisschen schwierig, die Fahrzeuge so weltweit zu exportieren oder eben zu importieren. Danke an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war richtig schön Entertainment pur. Für mich war es das auf jeden Fall.
Schreibt mal in die Kommentare, welches der beiden Fahrzeuge ihr nehmen würdet. Folgt mir auf jeden Fall auch bei Instagram. Da gibt es noch ein paar Reels von den beiden Fahrzeugen, beziehungsweise allgemein von dem Roadtrip hier mehr. Wir haben auch schon mehrere Teile gedreht hier von unserer Reise. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und lasst mir mal ein Abo da, denn das würde mir definitiv helfen, um in Zukunft hier solche Fahrzeuge filmen zu dürfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke an Justin hinter der Kamera und wir sehen uns im nächsten Video.